Willkommen zurück zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme. Little Nightmares Zwangfrost Live. Mit dem Zwangfrost, ja, Zwangfrost Live mit dem Zwangfrost. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, hier sind wir im letzten Stream stehen geblieben. Ich habe es ein bisschen dunkler gestellt, glaube ich zumindest. Einstellungen, Helligkeit. Ich habe es hier ein bisschen dunkler gestellt, weil ich habe es im Schnitt bemerkt, das ist dann doch ein bisschen, ich könnte mir sogar fast noch ein bisschen dunkler stellen, weil es war wirklich ziemlich hell. Die Aufnahme war, die ersten Parts, die ich geschnitten habe, die waren wirklich ziemlich hell. Also die waren ein bisschen düsterer. So, hier müssen wir, haben wir im letzten Stream ja schon rausgefunden, am Ende des letzten Streams, dass wir hier das ausschalten müssen und dann durch das Kinderzimmer durchrennen müssen. Wir dürfen uns nicht so lange aufhalten im Kinderzimmer und müssen da schnell durch. Damit wir auf der anderen Seite des Zimmers gleich wieder durch den. Da gibt es noch so eine Stromtür. Gut, ziehen. Kleines Mädchen. Das Mädchen heißt übrigens Six. Das habe ich im ersten Livestream noch nicht gesagt. So, wie schiebe ich das denn jetzt am dümmsten? Ich muss jetzt hier wieder zum Stromschalter kommen. Na komm. Vielleicht können wir hier schon. Nee, das ist noch. Kann ich das ziehen? Ja, ich kann das ziehen. Sehr gut. Die Geräusche sind auch nicht so laut. Wenn doch, sag es Bescheid. Ich kann es hier. Kann hier alles anpassen. Ist keine Ursache. So, jetzt ist der Strom aus. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, wenn wir hier durchkommen. Gibt bestimmt auch einen Sprintknopf. Habe ich auch noch nicht herausgefunden. So, jetzt hier durchs Dunkle. Das ist die Sache. Jetzt müssen wir durchs Dunkle durchkommen. Und schnell hier auf der anderen Seite wieder raus, bevor der Strom wieder angeht. Gut, so viel dazu. Sieht es denn mit dem Sprintknopf aus? Steuerung. Na toll. Es gibt auf jeden Fall einen rennenden Knopf. Welcher war das noch? Ich spiele ja hier auf der Tastatur, nicht auf dem Controller. Mit welchem Knopf sind wir nochmal gerannt? Es wäre nicht schlecht, wenn wir rennen könnten. Habe ich doch im letzten Stream auch schon benutzt. Den Rennknopf. Okay, scheinbar so. Ja. Okay, dann müssen wir hier nochmal. Ach, Kacke. Das Spiel schon wieder. Jetzt müssen wir hier wieder rüberkommen. Ja gut, ich hatte ein bisschen Übung. So, hier mal hoch. Na komm, kleines Mädchen. Na komm. Na komm. Jetzt hier nicht wieder runterspringen. Die Steuerung beherrsche ich noch nicht so ganz. Das kann mir später noch zum Verhängnis werden. Ups. Hier mal, durchs Mal. Und hoch hier. Hier rein. Sehr gut. Und jetzt das Dächer nochmal. In der Hoffnung, dass wir jetzt das schaffen. Mit dem Sprintknopf. So, jetzt los hier. Keine Zeit verlieren. Durchs Gitter durch. Durchs Gitter. Und die Zeit eilt. Renn, kleines Mädchen. Renn. Und spring. Hier durch. Na komm. Puh, sehr gut. Wir sind durch. Durchs Kinderzimmer durch. Was haben wir hier? Große Türen.
Okay, da sind Riegel dran. Die Tür ist fest beleuchtet. Hoch können wir nicht, oder? Nein, können wir nicht. Okay. Ganz viele Türen. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Weiter. Ach du Schreck. Das ist sehr mies. Von dem Auge dürfen wir nicht gesehen werden. Versteinert. Tod Nummer wie viel? Müsste schon 7 oder 8 sein. Tod Nummer 7, glaube ich. Wenn ich richtig gucke. Gut, hier mal ein bisschen schneller. Hier können wir uns umgucken. Gut. Oh oh, oh oh, oh oh. Ganz vorsichtig hier. Nicht in den Blickwinkel laufen. Noch sind wir im Schatten. Okay, hier sind wir gut im Schatten. Ach du Scheiße, hinter das Bett müssen wir rennen. Aha, okay, Sprintknopf drücken und los. Und jetzt? Nein, nicht jetzt. Verdammt. Nein, nein, nein. Ich muss den Sprintknopf mehr beherrschen. Will dann noch einige Male sterben. Gut. Na dann kommen wir heute vielleicht mal ein bisschen weiter. Bin ja im letzten Stream wirklich gar nicht weit gekommen. Ach Kacke. Also durchrennen kann ich nicht. Ich wollte mich noch in Schatten retten. War ein Versuch wert. Ich ziehe die Tode einfach nicht mehr mit. Das mache ich dann. Muss dann in der Steam-Aufzeichnungen machen. Da kommt dann oben ein Live-Counter. Death-Counter, um genau zu sein, rein. Ich sag's jetzt einfach nicht mehr laut. So will ich noch sterben, ja. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, hier ist der Schatten. Das Licht kann uns übel anrichten. Ach, verdammt. Fast dort. War da. Oh, wir sind drüben. Puh, knappe Sache. Pass auf, Mädel. Gut. Okay. Und jetzt. Rein, Mädchen. Rein. Sehr gut. Sind wir hier. Müssen wir irgendwie hoch. Könnte es. Und Commander schreibt, könnte es ja auch machen. Aber ich bin halt immer ungefähr um 18.30 Uhr Abendessen. Ja, ist ja, ich zähle das dann. Das mit dem Leben zählen, das mache ich dann. Das mache ich dann im Nachhinein, wenn ich die Videos schneide. Wenn ich die, wenn ich das zu Parts schneide, dann schneide ich das, dann zähle ich das selbst. Mache ich da. Dann muss das sowieso, da mache ich da. Da blende ich dann oben so eine kleine Zahl ein. Steht dann 5-mal gestorben. Das ist nicht das Ding. Jetzt müsste ich bloß hier irgendwie hochkommen. Zu dem kleinen Käfig, wo da der kleine Mann drin sitzt. Noma heißen die übrigens. Die kleinen Dinger. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Können wir eine Ofenklappe hochklettern? Gefährlich hier mit dem Auge. Ah, sehr gut. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht ja ins Licht gehen. Das Licht sollten wir auslassen hier, bevor wir es gleich anzünden. Oh, hier war hoch. Gefährliche Sache. Nicht runterfallen. Sollen wir denn da drüber? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Eigentlich sollten wir da mal hoch, oder? Ich sollte mal hoch zu dem
Oder durch den Käfig hier durch? Ich gehe mal durch den Käfig. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Ein Licht machen. Durch hier. Hallo, kleiner Gnom. Ach, deine Familie. Oder was? Hallo. Och, bist du traurig. Das ist doch ein Bild von. Die sehen aus wie du. Bitte von deiner Familie. Ich mach dir ein Lichtchen. Och. Kleiner Nun. Gut, dann mal weiter hier. Seien wir zurück oder wo können wir jetzt hier lang? Na, hoch hier. Okay, hier können wir aber nicht hoch. Aha, doch, wir können hier hoch. Was sollen wir hier? Ach, hier ist so ein Augentier. Jetzt sollen wir die Kisten mal hier wegschieben. Wäre vielleicht nicht schlecht. Können wir auch, glaube ich, nicht. Vielleicht können wir da oben hoch, auf der anderen Seite. Auf die andere Box. So. Hier mal. Ja, theoretisch kann das klappen. So. Und hops. Ja, sehr gut. Und hoch. Hoch, Mädchen. Hoch. Ich mache Klimmzüge. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Okay, da komme ich wohl nicht hoch. Tja. Dann vielleicht wieder zurück. Durch die Luke hier. Falls wir da überhaupt hochkommen. Nein, nicht da hoch. Kopfkratz. Vielleicht könnte man sich von dort aus hier hochschwingen. Ich weiß es nicht. Licht. Ja, da steht ziemlich viel Zeugs drauf. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach hoch. Springt irgendwie nur in diese Richtung. Ich springe immer nur in diese Richtung. Hier hoch. Vielleicht können wir hier wieder zurück. Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen hoch aus. Und von da wieder hochkommen. Oh, Kacke. Hier können wir natürlich runter. Können wir hier hoch. Und klettern. Und klettern. Hoch, 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 hoch. Nicht fallen. Gut, dann vielleicht hier entlang. Ich weiß nicht. Oh, Kacke. Der Hausmeister. Und das Bett. Oh je, yeah. Er guckt unter dem Bett nach. Oh. Oh nein, 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 nein. Bin nicht hier. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ja.